Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem relativ kurzen und knackigen Video. Und wie ihr im Titel schon sehen könnt, geht es heute darum, wo kann man den Attack on Titan Manga lesen? Denn diese Frage habe ich gefühlt unter jedem Video schon 10 Mal gestellt bekommen. Und ich möchte sie nicht mehr so beantworten, weil selbst wenn ich sie schon 3, 4 Mal beantwortet habe unter einem Video, wird sie immer noch gestellt. Deswegen mache ich jetzt einfach mal dieses Video hier, um ein bisschen Klarheit zu schaffen. Wo lese ich den Manga? Vor allem auf Deutsch ist auch eine Frage, die ich sehr, sehr häufig lese. Ja, und die will ich als erstes beantworten, denn, Leute, wenn ihr den Attack on Titan Manga auf Deutsch lesen wollt, dann müsst ihr wohl oder übel Geld dafür zahlen. Und für mich persönlich ist das das Normalste auf der Welt. Ich habe das auch getan, ich habe den Attack on Titan Manga hier auf Deutsch, soweit wie er gerade geht. Aber für viele ist das halt, ja, nicht vorstellbar, dass man für sein Hobby oder für die Serie, die man mag, Geld bezahlt, denn es ist so, dass man online den Attack on Titan Manga auf Deutsch nicht finden kann. Wenn ihr Glück habt, findet ihr vielleicht die ersten 10 Kapitel des Mangas auf Deutsch, in einer sehr schlechten Übersetzung. Aber was bringen euch die ersten 10 Kapitel? Die handeln noch nicht mal über die Hälfte der ersten Staffel, ja, also bringt euch das rein gar nichts. Das heißt, wenn ihr wirklich den Manga auf Deutsch lesen wollt, müsst ihr in den Bücherladen eures Vertrauens gehen oder auf Amazon und den Manga bestellen, kaufen. Ja, und dann könnt ihr ihn auch in Taschenbuchformat lesen. Habt ihr ihn auch immer im Regal, könnt ihr immer mal wieder reinschauen und er gehört euch, Leute. Ja? Er wird nie irgendwie gelöscht online oder sowas. Deswegen finde ich, ist das eine ganz normale Sache. Außerdem unterstützt ihr damit den Zeichner, ja, und auch die Publisher, ja, die unterstützt ihr damit. Ihr unterstützt eine eurer Lieblingsserien damit. Ja, das ist auch der Grund, weshalb ich das Ganze kaufe. Aber ich nehme mich natürlich nicht raus, denn ich lese auch den Manga online. Aber ich lese den Manga online auf Englisch und zwar auch nur die neuesten Kapitel, sage ich jetzt mal so. Denn um up to date zu bleiben, ja, um euch auch, sage ich jetzt mal, mit den besten Spoiler-Videos versorgen zu können etc. und auch die Kapitel-Reviews zu machen, muss ich natürlich den Attack on Titan Manga online lesen, direkt kurz nachdem er in Japan erschienen ist. Dazu kommen die Scans, also das heißt, die Manga-Seiten werden eingescannt und werden dann quasi auf illegalen Seiten in Anführungsstrichen hochgeladen und dort kann man die oder den Manga dann lesen. In einer sehr, sehr schlechten Übersetzung, wenn ihr mich fragt, denn häufig sind da krasse Übersetzungsfehler, Begriffe werden komplett anders gewählt und es kann auch mal vorkommen, dass einfach ganze Sprechblasen leer bleiben, ausgelassen werden oder dass irgendwelche Sachen auf Koreanisch bleiben. Ja, das ist alles schon vorgekommen und ja, das macht natürlich das Leseerlebnis ein bisschen, ja, schlechter. Und was natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass die Seiten häufig sehr, sehr schlampig eingescannt sind. Also vielleicht der ein oder andere von euch, der liest vielleicht den One Piece Manga online. Da sind die Seiten ja sehr, sehr sauber, weil sich da sehr, sehr viel Mühe und mit sehr viel Sorgfalt alles vorgegangen wird. Bei Attack on Titan ist das nicht so. Da sieht das Ganze häufig sehr, sehr schlampig aus. Und wie gesagt, die Übersetzung ist auch nicht die beste. Weshalb ich nur nochmal darauf verweisen kann, lest den Manga auf Deutsch, wenn er rauskommt, weil da werdet ihr die beste Übersetzung haben. Ja, wo lese ich das Ganze jetzt auf Englisch? Ich will gar keine Werbung für diese Seiten machen, mache jetzt aber, beziehungsweise sage ich euch jetzt aber trotzdem, wo ich das lese. Zum einen auf mangapanda.com und zum anderen auf mangastream.com. Sind natürlich illegale Seiten. Ich bekomme kein Geld dafür, dass ich jetzt irgendwie Werbung für die mache, falls irgendjemand auf die banale Idee kommt. Aber wie gesagt, dort lese ich den Manga und dadurch bin ich up to date. Das heißt, diejenigen von euch, die des Englischen etwas mächtiger sind, können da auf jeden Fall den Manga lesen. Gar kein Problem. Ihr solltet euch aber, wie gesagt, vor Augen halten, dass ja die Übersetzung sehr, sehr schlampig zum Teil ist und zum anderen, dass da auch sehr, sehr schwierige englische Vokabeln sind. Das heißt, wenn ihr im Englischen nicht so gut seid, dann könntet ihr da wirklich Probleme bekommen. Für mich persönlich ist es kein Problem, weil ich schon meine Hausarbeiten an der Uni auf Englisch schreibe. Daher spreche und schreibe ich Englisch fließend. Aber für den einen oder anderen kann das natürlich ein Problem sein. Und für die Leute, die können sich natürlich meine Spoiler-Videos angucken, denn da packe ich das Ganze ja kompakt zusammen, was im Manga passiert. Ja Leute, das war's auch schon mit diesem Video. Das musste einfach raus, dieses Video, weil ich habe diese Frage wirklich so oft gestellt bekommen und ich glaube, dieses Video wird vielen ein bisschen helfen. Vielleicht auch ein bisschen die Augen öffnen, ja. Ich will jetzt hier nicht als Moralapostel gelten, indem ich euch sage, dass ihr den Manga auch auf Deutsch kaufen sollt, ja. Aber es ist einfach so, wenn ihr den auf Deutsch lesen wollt, dann müsst ihr ihn kaufen. So einfach ist die ganze Sache. Ja, Leute, am Samstag kommt sehr wahrscheinlich dann mein Meinungsvideo, beziehungsweise mein Video zur Staffel 3, also was uns in Staffel 3 erwartet. Da gab es ja einen Teaser-Trailer jetzt zu, vor kurzem, der mich schon ein bisschen schockiert hat, weil er doch sehr, sehr viel beinhaltet. Aber meine Meinung dazu kommt dann am Samstag oder spätestens am Sonntag. Ich glaube aber nicht, dass ich mich verspäten werde. Das Video wird am Samstag kommen, hoffe ich. Aber seid nicht geschockt, falls es dann irgendwie doch am Sonntag kommt. In jedem Fall
wünsche ich euch einen wunderschönen Tag noch, Leute. Genießt das gute Wetter, solange es noch da ist. Abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Liked, falls euch das Video hier geholfen hat und es euch gefallen hat. Kommentiert, was haltet ihr davon? Seid ihr auch der Meinung, dass man für sein Hobby gerne auch mal etwas Geld ausgeben dürfte und das Ganze nicht immer online illegal lesen sollte oder schauen sollte? Was sagt ihr dazu? Ja, in diesem Sinne, wie immer, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sage ciao und tschüss.